Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren, zu Northgard. Wir sind immer noch in dieser Begegnung drin. Und wir werden angegriffen. Relativ regelmäßig aktuell. Mann, warum will der den denn unbedingt killen? Na gut, also da hat jemand gerade seine Einheit verloren, die relativ wichtig ist. Vielleicht kann ich deswegen den angreifen. Kannst du mal probieren einfach. Da kommt jetzt gerade noch nicht so viel an Truppen von ihm. Oh shit. Ah, ich habe die Falschen zurückgezogen. Okay. Ja, das sollten wir eher lassen. Wir brauchen dafür mehr Schildknappen. So, und jetzt kommt bald ein Schneesturm. Ne? Und ich mache gerade schon minus Nahrung. Und das wird im Schneesturm natürlich nochmal tausendmal schlimmer. Ich denke, wir können hier nochmal einmal einen Holzfäller machen. Was der machen soll, weiß ich noch gar nicht. Wahrscheinlich erstmal hier hinlaufen. Nochmal ein Schaf übrig, was ich scheinbar die ganze Zeit nicht genutzt habe. Hier die Fischerhütte ist voll. Aber die kann ich noch aufwerten. Ist die Frage, ob ich mir es leisten kann, 100 Holz zu verschwenden. Wahrscheinlich nicht. Da sollte ich besser noch eine bauen. Bauen wir einfach noch eine Fischerhütte. Dann kann der andere, der gleich fertig wird, auch schon mal hier hochlaufen. Dann mache ich die beiden noch zu Fischern und dann sollte ich den Schneesturm halbwegs überleben. Wird wahrscheinlich trotzdem relativ teuer. Ah. Alter, sieht echt nichts mehr. Die Walküren könnte ich halt auch besiegen, ne? Aber ich muss halt da eine Schmiede bauen und alles. Und das wird alles nicht so einfach. Ja, Schneesturm ist echt krasse Zeit. Minus 25, minus 28. Und die wollen bessere Häuser. Na gut, beim Schneesturm kann ich das sogar nachvollziehen. Vielleicht sollte ich. Ah, ich breche die mal gerade ab. Ich habe jetzt nicht unbedingt die Zeit, um das zu machen. Beiden Dorfbewohner könnten jetzt hier auch mal anfangen zu fischen. So, die Jahreszeit natürlich jetzt auch nicht so von Erfolg gekrönt. Ich bräuchte auf jeden Fall auch nochmal einen Speer, um nochmal zu gucken, ob es hier noch irgendwelche Ländereien gibt, die richtig geil sind. Ich meine, der ist halt schon hart am Arsch. Wenn ich hier das Gebiet von denen noch nehme, dann hat der quasi nur noch das hier und wahrscheinlich hier hinten seine Base. Und vor allem das hier wäre halt nochmal lecker, ne? Das sind halt eine Fischerhütte, eine Jagdhütte und ein Silo. Ach komm, wir schieben die Truppen schon mal darüber. Wir sind gleich am Ende, was die. Okay. Während ich noch wen anders angreifen wollte, dachte sich eine Valkyrie mal wieder: Nope. Let's kill him. Oh, ein bisschen ätzend, diese Valkyren. Drei Valkyren sind halt echt killbar. Na gut. Unser Clan friert. Scheiße. Aber nur ganz kurz. Hallo? Ist nicht jetzt Sommer? Na, jetzt nur der Schneesturm vorbei oder was? Jetzt ist Sommer. Unser Hoheitsgebiet wird schon wieder angegriffen. Ganz schöne Frechheit. Aber ich werde mal gucken, ob ich den dafür punishen kann. So, wo sind meine Boys aus der Fischerhütte? Da. Gut, was ist das für dich? So, jetzt gucken wir mal, ob wir den punishen können. Ich kann auf jeden Fall jede Menge Bauarbeiter killen. Aber viel mehr auch nicht, glaube ich. Ah, ist fein. Das Ding ist ja fast kaputt. Ich hätte es sogar fast geschafft. So, du bist da. Dann rennen wir darüber. Okay, wenn ich den schnell genug hochheile, dann kann ich das verteidigen. Also einreißen. Angriffsreichweite und Kraft erhöhen. Kampfdauer eigentlich beides verbessern. Jetzt
ziehen wir nochmal den anderen hier auch ab und machen aus dem Schildklappen. Ah, das können wir sowieso. Dafür müssen wir den gar nicht umrollen. Das ist gut. So, sobald der fertig ist, bauen wir da noch einen Schildknappen und dann sollte das eigentlich passen. Schildknappen sind halt die mit Abstand stärkste Einheit bei sowas. Ja, ich müsste den jetzt eigentlich easy anreißen können. Ja, das sieht gut aus. Jetzt der Rest hier easy noch clearen. Auch das hier ist ein interessantes Gebiet, was er hat. Vor allem müsst ihr dazu wissen, dass wenn ich sowas einnehme, kann ich die Gebäude von ihm quasi übernehmen. Und das ist natürlich nochmal sehr lecker. Was haben wir jetzt hier wieder? Das ist wieder so ein einzelner Häuptling, der denkt, Alter, greife ich doch mal an, ne? Na gut. Geh mit quasi nur meinen Häuptling auch rüber, weil der wird ja viel verlieren, bevor er den da fertig machen kann. Und der Rest ist in der Lage, hier das easy zu deffen. So. Und mein Kriegshäuptling ist auch ein bisschen schneller als der Rest. Gerade echt nicht so viel Holz. Ich glaube, die Lösung ist, dass ich das upgrade. Den darüber schicke. Ah, dadurch mache ich nochmal ein bisschen mehr Holz. Aber aktuell ist gerade meine Produktion ein bisschen eingebrochen. Dafür habe ich natürlich jetzt mittlerweile auch schon deutlich mehr an Truppen. Tja, aber ich habe gerade auch keinen. Scheiße, ich müsste das halt echt dringend einnehmen, damit ich die ganzen Gebäude retten kann. Ich habe da oben jetzt gerade aktuell keinen Turm, so. Das ist halt eine Einladung. Oh. Vielleicht muss ich mich kurz zurückziehen. Ah, oder ich greife seinen QT nochmal. Ah. Alter, die kommen ja von allen Seiten. Alle wollen sie das Gebiet haben, was ich mir hier, ne, heldenhaft erkämpft habe. Kommt schon. Komm noch ein bisschen mehr, aber wenn ich ein bisschen mehr habe. Also wenn ich das alles repariert kriege, wäre es halt GG, ey. Vor allem, weil da auch nochmal Eisen ist. Das ist schon. Kommt. Das wäre nochmal richtig worth. Ich bin jetzt bei 800 Jahre. 1200 ist, wie gesagt, die Grenze für einen Win. Ist aber auch nicht, wie ich gerade noch an deutlich mehr rankommen sollte. Okay, das Reparieren wird klappen. Das heißt, der rennt jetzt auch darüber. Und der muss wahrscheinlich hier einen Verteidigungsturm bauen. Ich glaube, das ist gerade mit der wichtigste. Oder was? Also manchmal ist die KI einfach anstrengend. Habe ich eine Einheit hier verloren? Ich hatte doch drei Axtkämpfer. Scheiße, ich habe eine Einheit verloren. Das ist eine Kacke. Dorfbewohner könnt ihr hier ruhig auch alles reparieren. Hier oben ist jetzt meine Befürchtung wahr geworden. Und er nutzt die Gelegenheit, mich hier zu greifen. Alles ein bisschen viel gerade. Alter, bleib stehen. Fucking Feigling. Marksköpfer sind unterwegs. Ist halt, ne, ihr merkt schon, wenn man so mehrere Fronten hat, ist das halt wirklich schwer. Aber Fronten zu schließen, finde ich auch sehr schwer. Also zu verhindern, dass man zwei Fronten hat, ist sehr, sehr, ja, mühseliges Unterfangen. So. Hinten aus in meinem neuen Reich. Das kann er auch noch reparieren. Sparen wir uns das Holz. Holzfäller verbessern wir nochmal. Schildknappen auch. Und die Axtkämpfer können wir gerade noch nicht, aber bald. Oh, der greift hier bei Kühen an. Ist immer ein schöner Moment, um Nutznießer zu sein. Aber es sind dann natürlich für kurze Zeit sehr wenige. Komfort. Mehr Crowns. Quittierung. Machen wir so. Nice, jetzt wirklich geklebt bekommen. Das heißt, von allen Richtungen kommen jetzt meine Einheiten. Und clearen ihn einfach. Quasi genau das, was mir passiert ist.
krieg ich jetzt ihm zu. Kriege ja jetzt Rache. Sofort wird allerdings im Gebiet daneben auch schon wieder der Krieg gefeiert. Es ist nicht so einfach hier. Ey, warum bist du denn allein zurückgeblieben? Mach doch nicht sowas. Es ist halt ein Schlachten-Game, ne? Zwar immer solche Mini-Schlachten, aber es sind halt ätzende Schlachten. Aber ich gehe am Ende hier scheinbar gerade mal als Sieger vom Platz. Oder aktueller Tabellenführer oder wie auch immer man das nennen soll. Nur wer fit ist, muss jetzt hier drauf bleiben. Das Ding wollen wir natürlich verteidigen. Und Kriegsverbringer hat leider währenddessen noch was anderes zu tun. Die drei könnten das eigentlich deffen, denke ich. Zumindest für einige Zeit. Vor allem bessere Häuser, wir haben zu viele Verletzte. Alles richtige Dinge. Okay, dazu kommen wir nochmal auf Zufriedenheit. Das ist nice. Hä? Dahinter versteckt sich noch wer aus. Okay, mein Kriegshauptling ist wieder fit. Das ist, der kann rein, der kann raus. Andersrum. Was ist jetzt hier unten schon wieder? Wirklich? Ist der jetzt mein Kriegshauptling alleine überhaupt? Und was ist hier unten? Ah, das ist halt Pain in the Ass. Aktuell. Scheiße, ey. Ich glaube, ich brauche den auch noch. Ja, 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 ja. Oh, holy shit, der hat die geupgradet. Hab ich nicht. Oh, jetzt kommt ja aber der andere dazu. Dann lass mal chillen. Alter Schwede, das ist eine der actionreichsten Runden, die ich, glaube ich, bis jetzt hatte. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Häuptlinge ich jetzt schon gekillt habe. War echt eine Menge. Oh Gott. Also gegen den Axtkämpfer kommt der hier noch klar. Aber danach muss er auch mal wieder ausgewechselt werden, weil der ist auch schon gut angeschlagen. Ich müsste halt eigentlich für Nachschub sorgen, aber das wird mir gerade auch irgendwie schwer. Warte, ich hau einfach mal noch einen Axtwerfer rein. Und da auch nochmal ein Schild knappe, sammeln aktivieren. Da kommen die immer sofort zu meinen Häuptlingen. Die sind auch gerade wieder fit. Die wird gerade hochgeheilt. Sieht gut aus, sieht gut aus. Das Ding im Winter einzunehmen ist natürlich ein Ticken schwerer. Aber die Gegner scheinen sich jetzt erfolgreich hier die Zähne ausgebissen zu haben. Die beiden können gerade hier kurz helfen. Aber es sind jetzt auch mit die letzten Haupteinheiten, die die haben. Dann müsste ja langsam auch mal bei denen ein Ende gekommen sein. Vielleicht kann ich ein Schaf schlachten. Das ist natürlich brutal. Das habe ich noch nie gemacht. Aber dadurch kann ich das Ding jetzt hier einnehmen. Und das scheint mir sehr, sehr worth. Wenn ich es dann hinkriege. Weil das halt eine Siegbedingung ist. Wenn man das hier hinbekommt und darauf eine Schmiede baut, und in der Schmiede dann nochmal was zimmert, dann hat man was. So, deswegen gehen jetzt auch alle, die ready wären, dahin. Beim Fall von dem eher zum dahin. So, jetzt muss ich eine Schmiede bauen. Eine Schmiede. Hier, das ist die Schmiede. Um die ging es die ganze Zeit. Jetzt will mich hier auch schon wieder wer einnehmen. Alter Schwede, ey. Was ein Stress. Ja, hier habe ich halt noch kein Ding gebaut. Also, Schützerlage, was auch immer. Komm, halt da auch mal rüber und haut mit. Alter Schwede, ey. Es sind echt von allen Seiten immer wieder jede Menge Truppen, wo man echt das Gefühl hat, die haben alle sehr, sehr viel.
aber halt selten wirklich koordiniert, ne? Das ist halt immer noch der große Vorteil, den man hat als Mensch. Oder, naja, die könnten wahrscheinlich auch eine KI programmieren, die noch besser ist. Aber darum geht es ja im Computerspiel nicht. Du willst ja nicht von einer KI gedemütigt werden, sondern willst ja das Gefühl haben, dass du besser bist. Und das schafft dieses Spiel auf eine sehr, sehr gute Art und Weise. Ich habe sehr oft dieses Gefühl, oh ja, das habe ich gut gemacht. Obwohl das vielleicht gar nicht unbedingt der Fall ist. Viele von euch spielen das Spiel auch, habe ich gemerkt. Und viele haben gesagt, Alter, Johnny, du bist echt kacke in dem Game. Aber verzeiht's mir bitte. Was haben wir jetzt hier unten? Ah, da schicke ich nur meine dicken Leute hin. Meine Axtkämpfer bleiben hier. Die können die meisten Sachen auch ganz gut abwehren immer. So. Zeit für einen Verteidigungsturm. Alter, ich habe gerade was verbessert und jetzt erfahre ich, ich brauche 15 Eisen. Gotta be trolling me, ja. Das sollte auf Dauer machbar sein. Oh, wann kommen die Dinger? Ah, Gott sei Dank kommen die hier relativ in der Nähe von dem Ding. 15 von den Eisendingern, also. Dann bauen wir doch mal hier hinten. Bauen wir mal einen Marktplatz. Also einen Marktplatz können wir auf Dauer und sowas auch kaufen. Was manchmal die beste Option ist. Aber wir haben hier halt auch noch ein Eisending. Hier nicht irgendwo auch noch eins? Schauen wir, nein. Der Fischer muss da weg. Muss mir jetzt mehr helfen, da oben das Eisen abzubauen. Oh, ich glaube, meine Leute da oben sind auch fertig. Perfektes Timing. Die können ja hier hinkommen. Wenn ich damit einem hier so ein Ding baue, dann sollte es relativ schnell machbar sein. So, ich habe meinen Häuptling, ich habe das, das läuft alles. Die kann gerade nichts machen. Ich könnte hier einen Verteidigungsturm bauen, ne? Jeder, der nichts zu tun hat, kann immer einen Verteidigungsturm bauen. Das tut nie weh, Jungs. So, die Eisenmine. Wie viele Eisen sind hier? 40. Das ist ja lecker. So. Zack, zack, komm, fertig machen hier. Da. Die Eisenmine ist voll besetzt. Der kann hier bleiben. Die 15 Eisen. Die sind natürlich ein bisschen schwer zu kriegen. Ich könnte auch noch eine Brauerei bauen. Meine Überlegung war quasi, dass ich hierüber ja nochmal Eisen kriege. Und dafür brauche ich ja nur noch eins. Kobolde wurden besiegt. Achso, vielleicht waren das eben auch irgendwie Kobolde oder so, die besiegt wurden. Hier, der Übergriff dieser Leute war ein sehr kurzes Vergnügen für sie. So, ich bräuchte eigentlich nochmal einen Speer. Ja. Boah, nochmal einen Speer. Der muss nämlich da mir nochmal ein bisschen das Gebiet erforschen. Weil ich will gerne wissen, was hier ist. Vielleicht kann ich das auf dem Weg noch easy nebenbei einnehmen. Und ich glaube, ich brauche echt noch eine Brauerei auf die letzten Meter. Es ist das erste Mal, dass ich so lange ohne Brauerei auskam. Normalerweise brauche ich die sehr früh. Und hier müsste eigentlich auch noch ein Turm hin, wenn du gerade dabei bist, Melle. So, 15 Eisen braucht der. Der wird auch früher oder später wird das passen. Will irgendwer noch mit mir handeln? Nope. Die sind gerade alle ein bisschen sauer. Verdientermaßen natürlich. Ich bin nah dran, diese Runde hier zu gewinnen. Da muss jetzt bei den anderen nicht unbedingt Freude der erste Gedanke sein. Ich könnte währenddessen auch versuchen, hier noch was anderes einzunehmen, aber das ist halt die einfachste Siegbedingung. Könnt ihr ja mal gucken, was die noch so haben. Ne? Und in den letzten Minuten war das jetzt nicht so viel, was hier noch auf mich kam. Obwohl die ja nicht so viele Gründe haben, ihre Ressourcen nicht auf mich zu schmeißen. Das heißt, ich gehe mal gucken, was der Blaue hier hat. Ganz offenbar ein Kriegshäuptling. Ist ein Schild knapp. Ach nee, ich riskiere es nicht. Die sollen zu mir kommen. Ich glaube, das ist deutlich angenehmer zu fighten. Brauerei ist fertig. Das heißt, der könnte jetzt hier anfangen. Dadurch ist die Zufriedenheit auch wieder top. So, und aus dir könnte ich ja nochmal ein Schildknappe machen. Ah, nee, kann ich nicht mal. Dein Kriegsmord ist voll. Was machst du denn jetzt? So als Reservetrupp? Für den Fall, dass irgendwas schief geht?
Seriously. Wenn man die Wölfe spielt, reicht da immer der Kriegshäuptling alleine. Glaube ich hier eher nicht. Ach, stimmt, hier wollte ich ja eigentlich auch noch überall Türme hinbauen. Das hab's gar nicht gemacht. Aber ist auch nicht so schlimm, glaube ich. So. Die Söldner haben halt 10-4, meine haben 8-1, also die haben sehr viel Angriff. Das ist halt super squishy. Deswegen ist es wahrscheinlich immer besser, wenn man Kriegshäuptling das fightet. Also das tankt. Zack. Und damit kann meine 1 komplett wieder zurückkehren. Nice. Das ging sehr einfach. Aber wir haben mit irgendwem nochmal neuen Kontakt aufgenommen. Vielleicht kann ich ja mit dem handeln. Kann ich. Geil. Hier ist ein Meister der Lehre ohne Beruf. Achso, deswegen ja. Das macht Sinn. So, jetzt wird der Griff geschmiedet. Ach, in der Schmiede muss wer drin sein. Ja, perfekt. Habe ich ja die ganze Zeit einen gehabt. So. Schwert des Odins scheint, sage ich mal, relativ langsam geschmiedet zu werden. Ach du Kacke. Leute, da haben wir aber noch einen langen Sieg vor uns hier. Ich würde die halt super gerne fighten die ganze Zeit. Das wäre halt ganz am Anfang vielleicht auch noch sehr Wolf gewesen. Tja, das ist alles. Wahrscheinlich wird es Monster-Töter einfach, falls mit das Beste ist noch. Aber mystische Kreaturen gibt es hier jetzt auch nicht mehr so viele. Wie gesagt, das Gebiet wäre noch worth. Das Gebiet war von Anfang an worth. Wir probieren mal, das Gebiet anzunehmen. Aber die Frage ist halt echt, ob wenn ich hier wegziehe, die instant anfangen, das anzugreifen. Aber ich fühle mich gerade ein bisschen lame, quasi einfach hier zu stehen und nichts zu tun. Sieht so aus, als würden sie gerade irgendwo hinziehen. Oh, lol. Lol, die haben die gekillt? Die noch nie gekillt. Das sind diese Riesen. Aber du kriegst halt einen Riesen, wenn du mit denen richtig lange handelst. Und da sind halt drei Riesen drin. Wie haben die denn gecleared? Das ist komplett insane. So, da ist auf jeden Fall noch ein Bär und so. Also den ihr Schlachtbär, aber probieren wir es einfach mal. Man, so ein Ding fällt ja mittlerweile auch recht schnell. Ziehen wir uns doch zurück. Wir können einfach raggen und das dann nochmal machen. Wir haben ja eine Menge Heiler. Und ich habe ja hier immer das Gebiet ganz gut im Blick. Der muss das halt schnell reparieren, sonst stürzt das ein. Offene Schlacht, weiß ich halt nicht, wie gut meine Truppen generell sind. Weil Ziegenclan hat jetzt nicht so viele krasse Verbesserungen. Vielleicht noch ein Schildknappenlager hier. Das sollte auch noch gehen. Schmiede Teil 1 ist gleich fertig. Das ist halt echt krass, das dauert halt wirklich lange. Fischer nochmal, Heiler nochmal. Heiler nochmal. Oh, der repariert das jetzt gerade. Das heißt, wir rennen da hin, beenden die Reparatur und schlagen das Ding kaputt. Ist mal auch safe. Die Frage ist, was ist mit dem Fight danach, ne? Oh. Ah, ziehen wir uns mal zurück. Was? Adwider. Scheiße, ey. Warum wird der nicht geheilt? Nee. Ach, Kacke. Hauptmann, könnten Sie? Kriegen die das hin? Ja, müssten eigentlich. Alter, wie schnell der geheilt wurde, ne? Also da hat es sich echt gelohnt, nochmal die Heiler zu verbessern. Dieses scheiß Söldnertruppen, sind da kriegen wir tierisch auf den Sack. Die müssten den eigentlich richtig gut stellen können. Oh shit, nee. Okay. That worked. Nice. Boah. Super ätzend immer. Reparieren. Du
Du solltest hier nochmal rübergehen und auch ein Schildknappe werden. Was ist mit dir los? Der Schmied hat nichts zu tun, woran liegt's? Ach, nochmal! Er braucht die ganze Zeit wahrscheinlich eine Silber. Ja, dann sollte ich gucken, dass ich nochmal an zwei rankomme. Ja, komme ich aber. 250. Das ist toll. Aber wahrscheinlich auch berechtigt. Weil so ein Game Win sollte jetzt auch nicht so billig sein. Aber trotzdem müssen wir erstmal wieder Shit klappen holen. So, wenn der doch fertig ist, ist die Frage, ob ich den jetzt... Ja, die Schmiede dreht halt gerade durch. Der hier schon einen neuen Turm gebaut. Ja. Natürlich. Es ist halt schwer, hier durchzubrechen. Okay, das ist eine Kriegserklärung, die ich so nicht auf mir sitzen lassen werde. Oh, war wieder Erdbebenzeit, ne? Hab ich gar nicht so richtig drauf geachtet. Scheiße. Ich hätte sie besser im Nachhinein dann doch besser für was anderes genutzt. Ist irgendwas Schlimmes kaputt gegangen? Ne, nicht wirklich. Abgebaute Vorkommen. Ah, okay. Die sind fertig. Das heißt, die werden jetzt auch wieder zu normalos. Und hier muss ich gerade mal gucken. Jede Menge neue von denen. Ich weiß gar nicht, ob hier jemals Leute gearbeitet haben von mir. Ich glaube nicht. So, den sein Häuptling ist nämlich jetzt weg. Und ich könnte ihn jetzt eigentlich relativ gut weghauen. Da will man ja zweiseitig immer schon auf die Einheiten von ihm gehen. Oh, war der das gar nicht? Ach, der ist wahrscheinlich rausgelaufen. Ich hatte es nicht gesehen. Oh, what is going on now? So. Kommt hier auf Dauer ein neuer Dorfbewohner? Nee, nee, in der Zukunft wahrscheinlich eher nicht. Ah, okay, ich bin auch voll. Ja, dann verbessern wir das Ding doch einfach mal. Schildklappen sind da gerade echt irgendwie das Beste. Geil, Eisen habe ich jetzt auch wieder genug für die nächste Verbesserung. Oh, aber ich habe schon wieder eine Schildklappe, einen Schildknappen auch verloren. Ich würde sagen, wir versuchen einfach mal die andere Haupteinheit von ihm zu killen. Die ganze Zeit versuche ich ja eher seinen Turm zu killen. Vielleicht ist der Weg auch seine Einheiten zu killen. What is happening? Ich hasse ihn. Oh mein Gott. Ich habe so viel da verloren. Holy shit. Oh, fucking hell. Ich habe 3 Heiler und 2 Holzfäller verloren. Oh, das ist ja komplett ätzend. Na gut. Aber auch nicht so wild, ne? Ja, Leute, das war die wahrscheinlich vorletzte Folge, denn wir sind am Schmieden, Jungs. Schaut auch das nächste Mal wieder rein, bei der wahrscheinlich dann letzten Folge von Offguard, zumindest was diese Runde angeht. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann schreibt mir das in den Kommentaren. Wir stehen kurz vor dem Triumph tatsächlich. Die Schmiede, die ist ordentlich am Böllern und damit sollte diese Runde hier tatsächlich dem Ende entgegengehen. Ich würde ganz gerne hier natürlich noch die letzten Sekunden in kriegvoller Absicht verbringen und überlege, ob ich jetzt hier gerade nochmal noch mehr Leute irgendwie zur Schlacht führen kann. Aber wir sind schon wieder am Max-Cap unserer Einheiten. Aber es ist ja auch eine ganze Menge mittlerweile geworden. Und wir werden damit jetzt hier einfach mal reinmarschieren und gucken, was der Nachbar sagt, ne? Oh, nee. Werden wir doch nicht, werden wir doch nicht. Kommando zurück, Kommando zurück. Wir werden angegriffen. Und der Kriegshäuptlinge. Ja gut, ich hatte schon erwartet, dass die KI zumindest noch so ein bisschen was machen würde, bevor es hier... bevor... Land unter ist. Ich werde hier nochmal ein... Irgendwo hier werde ich nochmal so ein Ding bauen. Muss halt nur irgendwie noch dahin schicken. Damit ich genug Nahrung habe, um nochmal ein letztes Festmahl zu machen. Da überhaupt wählen? Ja, überhaupt wählen. Okay.
Okay, die Schmiede läuft. Der andere muss jetzt hier hinkommen, das reparieren. Oh, das sieht gut danach aus, ne? Ich meine, hier steht, baut eine Schmiede in diesem Gebiet und stellt Odins Schwert wieder her, um zu siegen. Ist ja die Frage, ob das sowas ist wie, ja, mit Odins Schwert wirst du so stark sein, dass dich niemand bezwingen kann, ja. Oder ob es wirklich sowas ist wie, yo, it's a win. Ich will mich auf jeden Fall in den letzten Minuten nochmal ordentlich durchprügeln. Läuft auch gerade ganz gut. Hey, arme Schildknappe. Hui. Na gut, die beiden sollten wahrscheinlich raus. Der Rest nimmt hier auf jeden Fall nochmal kurz was ein. Keine Spezialeinheiten von dem anderen Dude hier gerade gesehen. Vielleicht ist der gerade auch währenddessen ein bisschen beschäftigt damit, sein Gebiet zu sichern. Denn man wird hier jetzt immer doch wieder relativ anstrengend angegriffen. Nicht nur ich, die KI greift sich auch untereinander permanent an. Das muss auch super nervig sein. Du bist ja quasi die... Also die KI... Hä? Ja... Jetzt kommt die Super-Einheit. Ich habe mir schon gedacht, dass da noch was kommt, aber so vereinzelt nur mit dem Krieger zusammen, auch keine Chance da durchzubrechen. Krieger generell brauche ich sehr selten, aber die haben so einen Ansturm. Ich glaube, der ist noch ganz cool. Wollte jetzt eigentlich noch ein Festmahl machen, aber jetzt würde ich doch lieber nochmal dieses Land hier übernehmen. Dieses Jahr ist es kalt, diesen Winter wird es einen Schneesturm geben. Ja, das sollte aber fein sein, denn es sieht so aus, meine Damen und Herren, als würden wir das Ganze tatsächlich übernehmen können. Wo ist mein Häuptling eigentlich? Ach, der war die ganze Zeit am Chillen. Hm, da gönnt er sich, ne? Der kennt da nichts. So, letzte Angriffe der Feinde abgeschmettert. Komm, wir machen nochmal ein Festmahl. Zack. Da ist es, Leute. Da ist es. Ach, ich glaube, das schneide ich noch hinten dran, Jungs. Das war ja dann doch hier eine sehr, sehr kurze Folge. Ne, das schneide ich hinten dran. Dann kommt das jetzt Doppelfolge quasi. Ja, Leute, das war eine weitere Folge Northgard. Die Runde haben wir gewonnen, die letzte hatten wir verloren. Der Ziegenclan, ziemlich cool für so einen Early Push. Ich glaube, ich habe immer noch nicht so dieses perfekte Ausgewogene, wann mache ich Militär, wann mache ich Produktion. Und dieses Ding finde ich immer noch so geil, dass man alles nochmal durchgehen kann. Ja, wir waren relativ, diese zwei Sümpfe hier waren halt super strange, aber hier gab es einen Durchweg. Achso, aber das war das Wolfsding, was ich nicht angreifen wollte, weil ich nicht gesehen habe, dass da auch Fisch ist. Und wenn ich gesehen hätte, dass da Fisch ist, hätte ich das viel früher einnehmen sollen. Hab's da trotzdem irgendwann gemacht, aber den Fisch auch nicht abgebaut. Das Gebiet hier war halt super bitter. Können wir da nochmal zurück? Weil das Gebiet hier mit Fleisch und Silber, das wollte ich ja eigentlich erkämpfen. Das habe ich, aber da hatte ich ja nur zwei Einheiten und da hätte ich wahrscheinlich auf drei gehen müssen. Weil ich mir ja schon dachte, dass er da dazu kommen wird. Achso, es war noch gar nicht so weit, glaube ich. Oder? Ja doch. Weil jetzt kämpfe ich das frei. Oder? Ja. Und er nimmt es ein. Und das ist halt... Das war halt... Und dann haben wir darum noch gekämpft, aber wir haben es halt nicht geschafft. Habe ich aber die Gebiete da drumherum eingenommen. Ich weiß gar nicht, wer hier besiegt wurde. Ich glaube, es war halt wirklich nur die Kobolde, die besiegt wurden. Ah, nee. Ich glaube, es war das Riesenlager, was besiegt wurde. Dass er das Riesenlager eingenommen hat. Ja, und dann hatte ich hier eine ganz gute Front. Das Ding hier habe ich ein bisschen zu spät eingenommen. Das war dann doch nervig, weil er hier immer wieder rüberkam. Aber hatte ihn dann hier ganz gut. Aber man merkt schon, wenn so ein Gebiet da einmal steht, ist es super schwer, das wieder einzunehmen. Ja, ich glaube, es war hier Jotna, was da eingenommen wurde. Habe ich das Gebiet verloren gehabt oder hatte ich das einfach nie? Ah, ich hatte das einfach nie. Hatte allerdings hier nochmal das und hier waren halt die drei Eisendinger. Ich hatte bei mir echt kein Eisen, aber die Gegner hatten auch wenig Eisen. Ich weiß nicht, wie die an ihren Helden kamen. Vielleicht mit diesem Marktplatz. Und dass ich dann das Ding hier überhaupt angefangen habe zu übernehmen, lag halt nur daran, dass die KI es getan hat, ne? Hier wurde zwischen denen gekämpft, das habe ich auch zu wenig gemerkt. Wenn sich das hier nochmal anguckt. Oder hat der das nur einfach übernommen? Der hat das einfach nur übernommen. Glaube ich, den da ist eigentlich noch? Ich glaube schon, oder? Ja. Ah ja, da hatte ich nur nicht genug Ressourcen kurz. Ja, und dann hat der Gelbe hier mit dem Zug auf das Ding versucht, da den Push zu wagen. Aber das hat dann nicht so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat. Und Onkel Johnny kam easy peasy daran. Und das zu halten war dann halt relativ easy, weil auch hier der Grüne immer von hier kam. Ich meine, hier waren die krassesten Fights. Aber danach war tatsächlich erstmal wieder ein bisschen Sense. Ja, Northgard, super cooles Game, macht mir viel Spaß. Schreibt mir gerne, ob ihr mehr wollt. Ansonsten werde ich gucken, dass ich Jurassic Park Evolution halt jetzt
aus dem Studio aufnehmen, damit das nicht laggy ist. Und ansonsten kriegt ihr natürlich die Kilmer Spandau-Folgen. Also, haut rein und bis bald.